Die Spieltag-Highlights. Alle wichtigen Szenen und Geschichten. Jetzt. Ja, guten Abend nochmal und herzlich willkommen hier aus dem MySports-Studio. Nicht nur die Champions Hockey League war am Laufen heute Abend, nein, auch National League. Zwei Match haben wir gehabt, unter anderem Lausanne gegen den EHC Kloten. Und die Wattländer, die haben zuerst mal wieder so richtig gewinnen können letzte Wochenende. Zwei Punkte haben sie geholt gegen den EVZ und dann hat es einen Dreier gegen Langnau. Und heute sind sie also auf den EHC Kloten getroffen, wo zuletzt verloren und gewonnen hat. Sehr deutlich verloren gegen Ambri nach der Nazi-Pause und sehr deutlich gewonnen gegen den EHC Biel. Nach dem erfolgreichen Wochenende heute eine schwierige Aufgabe für Jeff Ward mit dem LHC, den dritten Sieg in Folge einzufahren. Denn zu Gast ist eine formstarke Mannschaft des EHC Kloten, die 6 ihrer letzten 8 Partien gewinnen konnte. Wenn da nicht die Auswärtsschwäche der Zürcher wäre, nur 2 Siege gab es bisher auf fremdem Terrain. Rein in die Partie, der EHCK in den weißen Jerseys. Lausanne erneut mit Ivars Puninovs als Starting Goalie. Und der bekam gleich etwas zu tun. Kellenberger mit dem Zuspiel und Patrick Obrist mit der ersten Grandchance für den Aufsteiger. Zu Beginn auf beiden Seiten viel Energie, ehe die Hausherren besser ins Spiel fanden. Schnell zurück ins Angriffsdrittel und Michael Hügli prüft Sandro Zukirchen im Klotner Tor. Der 32-Jährige bekommt sein 2. Spiel in Folge, die Belohnung für eine gute Leistung beim 5:2-Sieg gegen Biel. 18. Spielminute, Bauerntrickversuch und dann geht's schnell in die andere Richtung. Rutzerleinen für Altonen, aber die klasse Parade von Ivars Puninovs im Lausanner Tor. Ein intensiver erster Spielabschnitt ohne Tore. Im 2. Drittel viele Schüsse zum Tor auf beiden Seiten. Ein Exemplar hier in der 26. Minute. Simic klaut Marti die Scheibe und schließt dann direkt aus der Drehung ab. Überraschungsmoment, ja, echte Gefahr, nein. Danach Überzahl für Lausanne. Zu viele Spieler auf dem Eis bei den Gästen. Und Kloten hat ja das schlechteste Unterzahlspiel der Liga. Doch Lausanne kommt überhaupt nicht in die Formation, braucht sehr lange. Ein Exemplar mal, der One-Timer von Gernhardt erneut gut pariert von Zurkirchen. Danach Lausanne-Unterzahl, ebenfalls zu viele Spieler auf dem Eis. Und Kloten spielt das dann sehr gut vom Bulli weg. Jonathan Eng auf Artu Rotzaleinen. Und erneut der Klasse-Reflex von Puninovs. Beide Goalies in absoluter Topform. Rüber auf die andere Seite. Zurkirchen bekommt 2 Minuten wegen Spielverzögerung. Und dieses Powerplay läutete dann die Schlussoffensive ein von Lausanne in diesem Abschnitt. Beispiel gefällig der Schuss von Kovac an den Pfosten. 23 Mal Metall für Lausanne. Kein Team hat häufiger Pech. Es geht torlos in den Schlussabschnitt, weil beide Goalies richtig Spaß haben heute. Wer will den Sieg mehr? Es ist auch eine Frage des Willens in einer spannenden Partie und erneut Rutzerleinen bringt die Scheibe, kriegt die Scheibe zurück. Puninovs erneut Sieger. Zum Schluss wurde es nochmal kuschelig auf beiden Strafbänken. Behinderung, übertriebene Härte, Diving, alles dabei. Und dann die Schlussminute und die hatte es in sich. Kloten mit Marchand, mit Schreiber und mit dem 1:0 in der letzten Minute. Harrison Schreiber mit seinem 2. Saisontor Puninovs doch noch geschlagen. Doch die Frage, zählt der Treffer ja oder nein? Marc Wiegand und Thomas Urban checkten im Video-Review Kickbewegung von Schreiber ja oder nein? Am Ende nein, 1:0 Kloten, der Treffer zählt. Doch Lausanne zieht den Torwart und hat noch die Möglichkeit, am Ende doch noch in die Overtime zu kommen. Panik mit dem Treffer, vermeintlich auch hier wieder. Fragezeichen, zählt er oder nicht? Er zählte nicht, denn die Zeit war abgelaufen. Urban und Wiegand checkten erneut im Video-Review.
Die Zeit bei 0, die Scheibe vor der Linie. Und so gewinnt der ERC Kloten mit 1:0 bei Lausanne. Ein spektakulärer Auswärtssieg, ein seltenes Glücksgefühl für die Zürcher. Unfassbar, 59 Minuten, kein Goal und nachher fast zwei. Muss sicher eins für Kloten und dann letzte Sekunde da eben doch nicht die Scheibe reingekriegt. Ja, das ist das Glück des Tüchtigen gewesen, glaube ich. Kloten hat sich extrem gut gewehrt. Vor allem jetzt mal auswärts auch können Punkte holen und weiterhin eine sehr positive Überraschung in unserer Liga. Ja, ich möchte die Goalie ausheben. Ich habe kürzlich hier im Studio mal ein bisschen gesagt, in der letzten Zeit, als sie so viele Spiele gewinnen konnten, ist schon immer eine Top-Goalie-Leistung am Ursprung gestanden. Und wenn wir heute das Spiel sehen, müssen wir wieder sagen, ja, Sandro Zurkichen hat einen hervorragenden Match gemacht. Und es spricht für Kloten, dass man den russländischen Star-Goalie draussen lassen kann, mit dem zweiten Goalie sehr gute Leistungen bringen kann. Chapeau. 32 Saves, Sandro Zurkichen, er ist auch noch zum Interview gekommen. Sandro Zurkichen, turbulent bis zum Schluss. Was sagt man nach so einem Match? Ja, ich glaube, heute haben wir recht viel Glück auch beansprucht. Aber wir haben sehr aufopfernd gespielt, vor allem am Ende, zweites Drittel. Ich weiß nicht, wie viele Blockshot dass wir dort hatten, dass wir mit dem 0-0 können in Pause gehen. Das war sicher Key gewesen im zweiten Drittel. Und nach dem letzten Drittel haben wir das Gefühl, dass es wieder ausgeglichener war. Haben wir das Spiel wieder mehr können kontrollieren und ruhig behalten. Es war nicht so ein Run-and-Gun-Game wie Ende zweit. Und ja, am Schluss sind wir sicher der glückliche Sieger heute. Am Schluss hat es Glück gebraucht, weil Lausanne mit der Sirene noch das Goal hat geschossen. Der hat ein paar Sekunden vorher das 1-0 gemacht. Wie hat er die letzten Minuten erlebt? Ja, relativ ruhig. Wir haben wenig zulassen. Wir waren sehr aggressiv zum richtigen Zeitpunkt. Und, ja, wir haben am Schluss clever runtergezählt. Also, ihr habt nicht mehr gemerkt, dass es am Schluss noch knapp ist? Mal, ich wusste, es gab noch 2 Sekunden, wo der Pass hinführen kommt. Dann habe ich gewusst, ich muss sie einfach irgendwie abwehren, dass sie nicht direkt reingeht. Das ist mir gelungen. Und ja, am Schluss gehen wir mit 3 Punkten heim. Danke vielmals. Jawohl, 3 Punkte. Shoutout für das Sandro Zurkichen. Und neben diesen 32 Saves sind es neben auch, er hat es angesprochen, 16 blockte Schüsse. Also eine super Leistung vom ERC Kloten. Die überraschen also weiter. Wir kommen noch zur zweiten Partie, die wir am heutigen Tag hatten. Lugano gegen die SCL Tigers. Duell zwischen dem 11. mit Lugano und dem 13. mit Langnau. Tessiner zuletzt mit 3 Siegen in Serie Favorit in diesem Spiel. Der Tabellen-11. HC Lugano empfängt den 13. die SCL Tigers. Die Luganesi haben 5 der letzten 6 Spiele vor heimischem Publikum gewonnen. Luca Gianinazzi hat die Bianconeri in Fahrt gebracht, sein Team mit zuletzt 3 Siegen in Folge. Thierry Patellini und Langnau zuletzt mit 2 Niederlagen, aber mit dem 6:1-Sieg im ersten Duell beider Teams im Gepäck. Wechsel im Tigers-Tor Luca Bolzhauser heute wieder für Stefan Charlet. Beim Gastgeber unverändert Mikko Koskinen zwischen den Pfosten. Rein in die Partie. Lugano in den dunklen Trikots von links nach rechts im ersten Drittel. 9. Minute Strafzeit gegen den Gastgeber Marco Zanetti. 2 Minuten wegen Beinstellens. Überzahl also für die Emmentaler. Aber der haarsträubende Scheibenverlust. Markus Granlund macht sich auf den Weg und trifft zum 1:0. 10. Spielminute, die Führung für Lugano. Aber ein eklatanter Fehler der SCL Tigers. Und Granlund mit dem Shorthander. Mit dem 1:0, 9. Saisontor. Die Tigers aber ganz gut im Spiel. 11. Spielminute, Marc Michaelis mit einer guten Möglichkeit zum Ausgleich. Der Topscorer scheitert und verpasst das 1:1. Die Emmentaler haben aber noch eine Möglichkeit im Anfangsdrittel. Der Außenpfosten rettet Mikko Koskinen. Da hat es nicht viel gefehlt. Ausgeglichenes Drittel zu Beginn, 1:0 für Lugano. Den besseren Start ins Mitteldrittel erwischt der HC Lugano. Das ist Daniel Kaka mit dem 2:0.
22. Spielminute und was für eine Geschichte. Erst sein zweiter Einsatz nach längerer Leidenszeit. Am Sonntag das Comeback gegen Bern und jetzt auch sein erstes Tor. Das wird ihm natürlich gut tun. Die Luganesi jetzt on fire. 21 Sekunden später und die Scheibe ist erneut im Netz. 3:0 Luca Fazzini. Luca Bolzhauser lenkt die Scheibe noch ab. Unglückliche Situation natürlich für die Langnauer und die Bianconeri ziehen weiter davon. Dann mal wieder der Sprung auf die Gegenseite. Scheibengewinn durch die Tigers und Fabio Schmutz mit einer guten Möglichkeit, zumindest wieder in Schlagdistanz zu gelangen. Stattdessen nochmal Lugano mit einer weiteren guten Möglichkeit. 3,5 Minuten vor Ende des Mittelabschnittes. K für Türkauf und diesmal Bolzhauser auf dem Posten. 3:0 also nach zwei Dritteln. Die SCL Tigers zu Beginn des Schlussdrittels nach einer Strafe gegen Sebastian Schild in Unterzahl, aber mit dem Scheibengewinn und dem Tor. Cody Eaton trifft zum 1:3 aus Langnauer Sicht. Es ist der Premierentreffer für den Kanadier. Ein weiterer Shorthander also und Langnau auf einmal wieder dran an den Luganis. Die Partie wird ruppiger. Aufgepasst, Dario Rohrbach mit dem Check von hinten gegen Lugano-Captain Marc Arcobello. Es wurde hitziger. Hier nochmal das heftige Einsteigen von Rohrbach. Es gibt zu Recht die Spieldauer-Disziplinarstrafe gegen Rohrbach. Die fällige Überzahl für Lugano bleibt allerdings ungenutzt. Jetzt aufgepasst. Langnau im Angriff. Sarella reißt die Arme jubelnd nach oben. War die Scheibe etwa im Tor? Die Partie läuft erstmal weiter. Dann gibt es den Video-Review. Die Referees schauen sich die Szene nochmals an. Und tatsächlich der Puck eindeutig im Tor. Und das heißt Tor für die SCL Tigers. 3:2 Alexis Sarella, der Torschütze. Es gibt leider keine besseren TV-Bilder. Langnau verpasst den Ausgleich, stattdessen die Chance für Lugano und das 4:2, 55. Spielminute. Troy Josephs mit einem weiteren Shorthander. Lugano in Unterzahl. Und die Sattel noch einen drauf, nur eine Minute später, 56. Der Deckel ist drauf, 5:2. Markus Granlund mit seinem zweiten Tor an diesem Abend. Und das ist auch der Endstand, Lugano 5. Die SCL Tigers 2, der vierte Sieg in Folge für die effizienten Luganesi. Die Tigers haben nochmal alles versucht, am Ende reicht es nicht. Ja, und somit ist es der vierte Sieg in Serie für Lugano. Die sind also auch zurück, melden sich wieder an zurück in der National League. Ja, sicher auch schön für den Giannazzi. Nach dem nicht so wahnsinnig glückten Einstand die ersten paar Matches, hat man fast schon wieder ein bisschen Angst haben, was dort unten passiert. Aber jetzt hat er stabilisiert und er kann das Feld von hinten aufrollen. Das sind also die zwei Partien gewesen am heutigen Tag. Lugano gewinnt 5:2 gegen die SCL Tigers und Kloten gewinnt in Lausanne mit 1:0. Schauen wir uns noch schnell die Tabellen an, weil das hat folgende Auswirkungen. Lugano überholt HC Ambri Piotta wieder. 10. Rang jetzt. Klettern dort rauf. Und bei Kloten sind wir dann auch gespannt, wie das weiterläuft. Die kützeln langsam aber sicher den HC Davos. Fribourg-Gotter hat noch 3 Spiele weniger. Aber es ist verrückt, wie Kloten da in den letzten Wochen die Sieg aneinandergereiht hat. Und wir werden es mit Spannung weiterverfolgen. In den nächsten Tagen. National League auf MySports gibt es dann am Freitag wieder 19:25 Uhr. Dann im Hauptspiel auf MySports 1 und Blick TV. Fribourg-Gotteron gegen den HC Lugano. Sind wir gespannt, wie Gotteron das aus in der Champions Hockey League verdaut hat und wie der Reis weitergeht mit dem HC Lugano nach 4 Siegen in Serie. Schön, sind ihr mit dabei gewesen, heute in dem Champions Hockey League Abend oder auch mit diesen zwei National League Spielen. Danke recht herzlich, Ueli Schwarz, Alex Schattle für die Expertise. Merci fürs Zuschauen, macht es gut, noch eine ganz gute Woche und dann sehen wir uns spätestens am Freitag wieder, wenn es wieder heisst National League. Macht es gut.